Zehn Tage. Ich verhungere so sehr. Bin hangry. Fuck, ich brauche Schokolade. Ihr wolltet wissen, wie wissenschaftlich ist eigentlich der Hype um sogenannte ketogene Diäten, auch bekannt als Low-Carb-Diäten? Das Problem bei allen Diäten ist, sie funktionieren nicht. Es ist unglaublich schwer, an wissenschaftlich korrekte Diät-Tipps zu kommen. Und deswegen funktionieren sie nicht. Aber hier seid ihr richtig, denn ich bin Mai, eure Chemikerin des Vertrauens. Science. Ihr kriegt gleich ganz viele wissenschaftliche Infos, aber ihr wollt sicher nicht nur die Theorie hören, sondern auch die Praxis sehen. Wie viel und wie schnell kann man mit Low Carb tatsächlich abnehmen? Deswegen, Freunde der Sonne, habe ich mich für die Wissenschaft geopfert, die große Herausforderung auf mich genommen und Sadet überredet, eine Woche lang Low Carb zu machen. Low Carb bedeutet keine Nudeln, kein Brot, keine Kartoffeln, kein Reis, kein Zucker und natürlich auch kein Alkohol. Ich habe ein bisschen Angst. Gemüse und sogar Obst waren erlaubt, aber pro Tag sollten es nicht mehr als 75 Gramm Kohlenhydrate sein. So viel steckt zum Beispiel bereits in 3 Äpfeln. Heute gab es Kuchen im Büro. Gab sogar mit so Erdbeeren und so und es war so geil. Und ich durfte nicht. Du hast es jetzt schon hinter dir. Danke, dass du es gemacht hast, weil ich hätte es wirklich nicht hinbekommen. Ja, ich habe sogar noch 3 Tage dran gehalten. Wieso habe ich das verlängert? Ich habe einfach verlängert. Wie blöd bin ich? Ja? 10 Tage. 10 Tage. Wie viel hast du jetzt in 10 Tagen abgenommen? Puh, ich glaube, ich habe so ungefähr... Moment mal ganz kurz. Warum sollte man denn überhaupt abnehmen? Ist Abnehmen nicht einfach Kalorienbilanz? Das heißt, wenn ich mehr verbrenne, als ich zu mir nehme, nehme ich ab? Ganz so einfach ist das leider nicht. Überhaupt ist gar nichts am menschlichen Stoffwechsel einfach. Deswegen auch Diäten nicht funktionieren. Erstmal, was sind Kohlenhydrate eigentlich chemisch gesehen? Kohlenhydrate sind Mehrfachzucker, also Moleküle, die aus mehreren Zuckermolekülen aufgebaut sind. Es gibt Einfachzucker, auch genannt Monosaccharide. Monosaccharide sind die Grundbausteine von Kohlenhydraten. Wichtigstes Beispiel, Glucose. Auch Dextrose oder Traubenzucker genannt. Glucose ist der Zucker, um den sich in unserem Stoffwechsel alles dreht. Glucose, kann man sich merken. 2 Einfachzucker ergeben gemeinsam ein Zweifachzucker, auch Disaccharid genannt. Beispiele dafür sind Saccharose, das ist unser normaler Haushaltszucker, oder auch Laktose, der Milchzucker. Wenn man jetzt aber längere Ketten aus diesen Zuckereinheiten baut, dann bekommt man Mehrfachzucker, auch genannt Polysaccharide. Diese Polysaccharide sind Kohlenhydrate, zum Beispiel Stärke. Je länger man jetzt diese Kette macht, desto weniger süß schmeckt es. Einfachzucker sind zum Beispiel süßer als Zweifachzucker. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unser Video zu Maltodextrin. Das hat eine mittlere Kettenlänge und schmeckt ein ganz bisschen süß. Und wenn man jetzt die Ketten noch länger macht, bis man irgendwann zum Beispiel Stärke hat, dann schmeckt das gar nicht mehr süß. Obwohl letztendlich alles aus Zucker besteht, unterscheiden wir in den Nährstoffen zwischen Zuckern und Kohlenhydraten. Unter Zucker als Nährstoff verstehen wir alles, was süß ist, also Einfach- und Zweifachzucker. Man erkennt sie auch an ihrem chemischen Namen, der immer auf Ose endet. Glucose, Laktose, Saccharose. Hey. Hey. Ich heiße Mai und du? Christian. Du meinst wohl Christianose, so süß wie du bist. Nerdflirt. Sorry. Jedenfalls, das war Zucker. Kohlenhydrate, das sind wie gesagt die langen Ketten, Polysaccharide. So, was passiert jetzt genau mit den Kohlenhydraten, wenn wir sie essen? Im Mund werden die langen Ketten erstmal in kleinere Stücke zermalmt. Deswegen schmeckt Brot auch immer süßer, je länger man drauf rumkaut. Bei Verdauung und Stoffwechsel werden die Ketten jetzt noch weiter zersetzt. Denn was der Körper braucht, sind die einzelnen Glucose-Einheiten. Glucose wird oxidiert, sprich reagiert mit Sauerstoff und im Rahmen eines großen Stoffwechselzyklus zu CO2, Wasser und ATP-Molekülen. ATP steht für Adenosintriphosphat und ihr könnt euch diese Moleküle als Art Energieeinheit unseres Körpers vorstellen, die bei allem gebraucht werden, was eben Energie verlangt, sei es Sport oder Denken, aber auch so Sachen wie Atmen oder Herzschlag. Gerade unser Gehirn läuft praktisch auf Zucker. Es verbraucht 20 bis zu 25% unseres ganzen Energiebedarfs. Der Rest unserer Organe wird mit Zucker beliefert über die Blutbahn. Das Glukosemolekül ist so klein, dass es problemlos durch die Blutbahn transportiert werden kann. Und genau darüber sprechen wir auch, wenn wir von Blutzucker reden. Blutzuckerspiegel bezieht sich auf den Glukosegehalt im Blut. Und genau deswegen unterscheiden wir auch zwischen Zuckern und Kohlenhydraten, obwohl die ja alle aus Zucker bestehen, aber die Zucker können halt sofort ins Blut, beziehungsweise die Zweifachzucker sind schnell gespalten. Die Kohlenhydrate müssen erstmal längere Zeit zersetzt werden. Du Mai, denkst du nicht, die Leute wollen vielleicht auch wissen, wie es bei mir so war?
Dazu kommen wir auch noch, versprochen. Aber wenn ihr Ernährung und Diäten besser verstehen wollt, dann müsst ihr ein paar Stoffwechsel-Basics erstmal verstehen und dazu kommen wir jetzt. Sobald der Blutzucker steigt, muss der Körper sofort reagieren, um ihn wieder zu senken. Wisst ihr, unser Körper mag es einfach nicht, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Zunächst mag er es nicht, wenn unser Blutzucker zu niedrig ist, denn unser Körper braucht ja Glukose. Und vor allem unser Gehirn fühlt sich sehr schnell lebensbedroht, wenn es keinen Zucker bekommt. Die Folge ist, wir werden hangry. Das habe ich in diesem Video schon mal erklärt. Glukose wird ja in ATP umgewandelt, also vereinfacht gesagt letztendlich in Energie. Dieses ATP kann man aber nicht so gut speichern. Das heißt, diese Umwandlung findet nur statt, wenn wir auch gerade Energie benötigen. Wenn wir also mittags schön in der Mensa mit Pommes essen, dann nehmen wir mit diesem Essen viel mehr Glukose zu uns, als in ATP umgewandelt wird. Und der Rest an Glukose ist, wenn man so will, zu viel. Zu viel, also ein zu hoher Blutzuckerspiegel, schadet langfristig den Blutgefäßen, vor allem in Nieren und Gliedmaßen. Das führt im Extremfall dazu, dass Diabetiker entweder an die Dialyse müssen, wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, oder zu dem berühmten Diabetikerfuß, der dann amputiert werden muss. Deswegen, zu viel ist nie gut. Der Körper mag nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Der Körper mag Gleichgewicht. So, um alles jetzt in guter Balance zu halten, schaltet die Bauchspeicheldrüse zwei Hormone aus. Erstens Insulin. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel. Diabetiker können selbst eben kein Insulin produzieren, weswegen sie es sich spritzen müssen. Insulin sorgt dafür, dass alles Glukose, was zu viel gerade im Blut ist, aus dem Blut entfernt wird und umgebaut, umgewandelt wird, nämlich in zwei verschiedene Stoffe. Erstens Glykogen, das in den Muskeln und der Leber gespeichert wird, und zweitens Fett. Eine fettarme Ernährung bringt also nicht so viel, wenn man stattdessen massenweise Kohlenhydrate zu sich nimmt, die eben auch in Fett umgewandelt werden. Sowohl das Glykogen in den Muskeln und der Leber als auch das Fett sind, wenn man so will, Glukosespeicher und damit auch Energiespeicher. Wenn wir also irgendwann wieder Energie brauchen, dann wird diese Reaktion wieder umgekehrt. Und genau dafür sorgt das zweite Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, nämlich Glucagon. Glucagon ist der Gegenspieler zu Insulin. Glucagon erhöht nämlich den Blutzuckerspiegel. Wenn wir jetzt länger nichts zu Futter bekommen, dann sorgt Glucagon dafür, dass das Glykogen aus unseren Muskeln und unserer Leber wieder in Glucose umgewandelt wird, die dann in die Blutbahn geschmissen wird und wieder das Gehirn und unsere restlichen Organe versorgen kann, in ATP umgewandelt werden kann, damit wir wieder Energie haben. Es ist ein Hin und Her. Wir essen was, Blutzuckerspiegel steigt oder Körper denkt sich, yikes, das ist ein bisschen zu viel Zucker im Blut, weg damit. Dann essen wir eine Zeit lang nichts, unser Blutzuckerspiegel sinkt und der Körper denkt sich, jetzt ist es wieder zu tief. Okay, das waren die Stoffwechsel-Basics, kommen wir zur Saatgut. Du hast in den letzten 10 Tagen verschiedene Stoffwechselstadien durchgemacht. Eine Sache haben wir ganz vergessen zu erwähnen, Saadet ist auch noch Vegetarierin. Sie konnte also noch nicht mal Fleisch essen und ich nehme an, damit würden sich die meisten Menschen über so eine Low-Carb-Woche retten. Ich habe 1 Kilo Gouda gegessen, das muss man sich mal geben. Saadet hat also nicht unbedingt weniger Kalorien zu sich genommen, eventuell sogar mehr, aber ihr Blutzucker war halt immer tief, weil sie fast keinen Glukose hatte. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, essen zu müssen, habe eigentlich auch quasi durchgehend irgendwie gegessen. Ich merke, es fehlt etwas. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger. Ich war nie so richtig befriedigt. Manche werden dann natürlich auch hangry, also tendenziell etwas aggressiv oder einfach schlecht drauf. Abends hatte ich dann noch Uni und meine Freunde auch so, Saadet, irgendwie, was ist denn los? Du bist so mies drauf, ist irgendwas? Ich hatte zwischenzeitlich auch ein bisschen schlechte Laune. Ich bin heute Abend was trinken und sie haben gerade schon festgestellt, dass ich den ganzen Abend meckern werde. Das stimmt, weil ich bin hangry. Irgendwann sind dann die Glykogenspeicher auch leer. Und dann geht's buchstäblich ran an den Speck. Der Körper geht dann in den Fettverbrennungsmodus, auch Ketose genannt. Mehr dazu auch in unserem Video übers Fettverbrennen. Die Fettsäuren werden in sogenannte Ketonkörper umgewandelt und diese Ketonkörper ersetzen jetzt Glukose als Energielieferant. Der Körper läuft jetzt quasi auf Fettsäuren und das funktioniert prinzipiell auch ganz gut. Sport geht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich tatsächlich genug Energie habe, um jetzt ein bisschen joggen zu können. Ich jogge immer durch so einen Wald und habe da immer aufgepasst, dass ich auch ja auf den Wegen bleibe, nicht, dass ich mich irgendwie verlaufe und dann auf einmal ja so einen Schwächeanfall habe oder so. Ansonsten gehe ich im Wald verloren. Wenn ich mich nicht melde, wisst ihr Bescheid. Dann hat Mai mich umgebracht. Aber beim Sport ging es eigentlich voll. Also da habe ich ganz normal Sport gemacht wie immer und hatte da irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt keine Energie habe. Yes, soweit so gut, aber das Gehirn, das will Glukose. Das braucht normalerweise 120 Gramm Glukose pro Tag. Es war jetzt nicht so, dass ich mich müde oder träge gefühlt habe, sondern dass ich mich
dass ich nicht so da war. Ich konnte mich auf der Arbeit irgendwie überhaupt nicht konzentrieren. Also am Anfang ging es noch, aber so nach der Mittagspause, so ab 3, 4, irgendwie hat es da nicht mehr so gut geklappt. Ich glaube, mein Gehirn verlangt nach Kohlenhydraten. Haben deine Kollegen das gemerkt, dass dein Gehirn kein Zucker hatte? Nein, das habe ich natürlich professionell, wie ich bin, getan. Also ich hoffe, dass ich es nicht gemerkt habe. Genau, eigentlich kann man die ganze so die Woche Kündigung reden. Ist raus. Der Körper gewöhnt sich letztendlich an alles. Also nach ein paar Tagen checkt auch irgendwann das Gehirn, dass es keine Glucose mehr bekommt und springt mit auf den Ketosezug und ernährt sich dann auch von den Ketonkörpern statt von Glucose. Hinzu kommt noch ein Prozess, der heißt Gluconeogenese, wörtlich übersetzt Zuckerneuerschaffung. Der Körper kann notfalls sogar selbst Glucose herstellen, und zwar aus Aminosäuren. Diese Gluconeogenese reicht allerdings nicht aus, um jetzt den ganzen Körper Energiebedarf zu decken, sondern ist nur ein Hilfsmittel und ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie gut sich unser Körper anpassen kann. Eigentlich interessiert alle Zuschauer nur eins. Wie viel hast du abgenommen? Also ich habe insgesamt, glaube ich, 800 Gramm oder so abgenommen. Aber ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass es locker 2 Kilo sind. Ich dachte mir, als die Mai meinte, okay, Sade, du musst das jetzt machen, dachte ich mir, okay, ich mach's, aber nur, weil ja jetzt Sommer wird. So, dann profitiere ich da ja auch irgendwie von. In den ersten 2 Tagen sah es auch gut aus. Heute Morgen habe ich mich auf die Waage gestellt und habe mich toll gefühlt. Ich habe nämlich schon über 1,5 Kilo abgenommen. Aber dann hat es irgendwie aufgehört und dann ist es, glaube ich, nochmal wieder zurückgependelt und dann pendelte das da so jeden Tag so 2 Gramm Unterschied. In den letzten 2 Tagen ist es dann nochmal runtergegangen und waren es jetzt insgesamt halt 800 Gramm. Ich bin enttäuscht. Ich dachte wirklich, boah, geil, du nimmst jetzt 2 oder 3 Kilo ab. Jackpot, Frühling, wuhu. Diese 800 Gramm, die ich mir da mühevoll ankarottet habe. So viel Verzicht. So ein Scheiß. Ja, das kann es also nicht persönlich empfehlen. Für mich wäre es auch gar nichts. Aber was sagt eigentlich die Forschung? Bei Mäusen hat man gesehen, Low Carb hängt zusammen mit einem längeren und auch gesünderen Leben. Dasselbe hat man übrigens auch beobachtet bei einer generell kalorienärmeren Ernährung. Es geht hier also nicht nur um die Strandfigur, sondern auch um allgemeine Gesundheit im Alter. Okay, dazu muss man aber 2 Sachen sagen. Erstens, Mäuse können sich deutlich einseitiger ernähren und trotzdem noch gesund sein. Zweitens, das, was so gesund ist an einer ketogenen Diät, ist die Ketose, also der Stoffwechselzustand. Es geht hier gar nicht so sehr um die Nährstoffe an sich. Es geht also gar nicht darum, dass Fette allgemein gesünder seien als Kohlenhydrate oder dass es empfehlenswert wäre, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Nur Verzicht auf Kohlenhydrate oder auf Glucose führt einen nun mal in diesen Stoffwechselzustand, in die Ketose. Und diese Ketose scheint gesundheitliche Vorteile zu haben. Das Problem, das hält keiner durch. Immer wieder beobachten Wissenschaftler, dass Low Carb nicht nachhaltig ist. Studienteilnehmer, die sich Low Carb ernähren, nehmen zwar anfangs schneller ab als andere Teilnehmer, schaffen es aber nicht, ihr Gewicht langfristig zu halten. Wenn man einfach seine Ernährung umstellt, dann bringt es ja auch was. Aber wenn man jetzt so krass auf was verzichtet, das kann man doch gar nicht so ewig durchhalten. Also ich zumindest nicht. Mir haben ein paar Mädels auf Instagram geschrieben, die das machen und das voll cool finden und mir da coole Rezepte geschickt haben, aber für mich wäre das jetzt persönlich nichts. Man versucht sogar Medikamente zu entwickeln, die dem Körper einen Ketosezustand vorgaukeln, obwohl man den gar nicht durchläuft. Dadurch nimmt man zwar nicht ab, aber man erhofft sich dadurch die anderen gesundheitlichen Vorteile, die dieser Stoffwechselzustand mit sich bringt. Laut einer 2018er Studie von Stanford ist weder Low Carb noch Low Fat das Geheimnis einer guten Diät. Vielmehr scheint es so, als hinge das mit deinem individuellen Stoffwechsel zusammen. In der Studie gab es sowohl in der Low Carb als auch in der Low-Fat-Gruppe Menschen, die mit der Methode gut abnehmen konnten und eben nicht. Keine der beiden Diäten schien der anderen überlegen. Immer mehr Experten sehen den eigentlichen Bösewicht nicht in den Kohlenhydraten und auch nicht in den Fetten, sondern in verarbeitetem Zucker und verarbeitetem Getreide, wie zum Beispiel Weißmehl. Besonders wichtig, eine schnelle Diät ist nicht vereinbar mit unserem Stoffwechsel. Der Körper ist nun mal ein Meister im Überleben und ein Meister im Anpassen. Und ein schneller Gewichtsverlust geht immer einher mit einer schnellen Stoffwechselveränderung. Wenn ihr schnell abnehmen möchtet und das Gewicht halten möchtet, dann müsst ihr sämtliche Lebensfreude wegwerfen und für den Rest eures Lebens auf dieser strengen Diät bleiben. Und deswegen funktionieren sie nicht. Wenn ihr abnehmen wollt oder eure Ernährung umstellen wollt, go for it, tut es. Aber
tut euch selbst, eurer Laune und eurem Stoffwechsel einen Gefallen und habt ein bisschen Geduld. Guckt es euch an, Sadet hat sowieso keine Diät nötig, aber für die Wissenschaft hat sie beste Arbeit geleistet. Also liebe Sadet, für deinen fantastischen Einsatz für die Wissenschaft und als Willkommensgeschenk bei MyLab kriegst du natürlich einen Keks, und zwar einen echten. Und wenn euch noch einfällt, was für Experimente Sadet noch alles machen könnte, schreibt es in die Kommentare. Ich bin der Depp für die Wissenschaft. Mein Name ist Sadet und ich bin der Depp für die Wissenschaft. Guter Slogan. Ich will Schokolade und Wein und Brot und Müsli und Kartoffeln. Ich will Kartoffeln. Brötchen gekauft. Aber ich würde diese Brötchen so gerne essen. Aber sie sind einfach nicht für mich. Sie sind für eine Freundin, die zu Besuch kommt. Schmeckt's denn? Ich und meine Gurken. Wir haben auch voll viel Spaß.